Ursprünglich wurden Gorgonen als männliche Frauen mit Schlangen als Haare und gelegentlich Flüge und Stoßzähnen dargestellt. Aufgrund des Clash of the Titans Film von 1981 wurde das Bild eines vollständigen Serpentinenkörpers in Darstellung von ihnen im gesamten God of War Franchise festgelegt seitdem. Oh. Medusa bedeutet auf Griechisch Wächter oder Beschützer. Und mit diesen nützlichen Infos über Medusa in der griechischen Mythologie, herzlich willkommen zum nächsten Part zu God of War. Okay, dann gucken wir mal an, was der Ares seit... Mein Gott, ey, die armen Menschen, ne? Da-da-da, ba-da-da-da. Da muss ich jetzt gut aufpassen. Oh! Mach Tür auf! So wird das gemacht. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ja, gleich. Das ist übrigens die Stimme von Athene, übrigens, die der ganze Zeit spricht, ne? Boah. Da-da-da! Da-da-da! Boah, stirbt ja nicht weg hier, ey. Da-da-da! Da-da-da-da! Da-da-da! Da-da-da-da! Da-da-da! Oh, oh Gott! Sterb mir ja nicht weg, Kratos! Rechts oder links? Ich gebe erst nach links und dann nach rechts. Ja. Okay. Hey, das ist Zeus. Hey, Kumpel. Kann man das drehen? Ne. Nimm mir das mal mit. Ordentlich Muckis der Kratos, ey. Ach wirklich, danke für den Tipp. Boah, das geht ganz schön in die Beine, ey.
gucken, was hinter Tür Nummer 1 ist. Fahrte Fakte. Wie Tomb Raider, einfach alles kaputt machen. Vor allem die sehr teuren Ming-Vasen. Oder griechische Vasen, eher gesagt. Das muss ich kaputt machen. Sie spüren eine mächtige und doch gute Präsenz auf der anderen Seite. Ja. Neue Fähigkeit. Maybe. Warte, könnte... Nein. Man sieht vielleicht, ob man... Nee. Gewöhnlich sieht man, ob man eine Wand kaputt machen kann. Das sieht man da ganz eindeutig, ob da Risse drin sind. Oder Bröckchen rausfallen. Oh, Hallöchen. Boah, ey. Puh. Hammer. Komm, Kratos. Nee. Also Beinarbeit. Sieh meine an. Oh. Kann ich das nur in eine Richtung immer machen? Ja, kann ich. Nein. Ein kleines Mini-Rätsel. Ist auch mal schön, ab und zu mal ein paar Rätsel. Alles klar. Da. Immer diese schöne Melodie, die man es geschafft hat. Macht die Belohnung umso süßer. Ich krieg mit Sicherheit irgendwas von Zeus.
Zeus. Kratos, je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Oh yeah, ich kann Blitz schießen. Sie haben den Zorn des Zeus erhalten. Wählen Sie den Zorn des Zeus mit Pfeiltasten nach unten und R2. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Jawoll! Ich kann auf jeden Fall wieder was upgraden wieder. Mal gucken. Ja, guck mal. Ich kann Poseidons Zorn upgraden, Medusas Blick oder Zorn des Zeus. Ach guck mal, das ist nur 750 Orbs. Und jetzt sind es 3500. Das kann man nämlich gedrückt halten mit Dreieck. Ich überlege, ob ich Poseidons Zorn upgraden soll. Ich überlege noch ein bisschen. Boah. Hat schon irgendwas, ne? Wenn so Blitz schießt. Ach, guck mal. Oh, es ist ein Bild einer Muse, einer der neun Töchter des Gottes Zeus. Es ist ein Bild des Gottes Zeus, der seine Blitze auf die Erde schmettert. Es zeigt, wie die Blitze des Gottes Zeus die Soldaten auseinanderreißen. Interessant. Interessant. Aber warte, wie kommt man denn da lang? Ich glaube, da muss man oben die Gegner für töten, oder? Genau. Weil an den Blitzen erkennt man das am besten, dass wenn die Orbs zu weit entfernt, wenn man Gegner tötet, die zu weit entfernt sind, dann despawnen die Orbs. Aber man muss eine bestimmte Distanz zu den Orbs ja haben. Das ist ja ein Fehler, der in God of War 2 nicht mehr ist. Ja gut, die Wand ist ein bisschen offensichtlich, wo man was kaputt machen kann, aber... was da ist. Und eine Phönixfeder. Und was ist hier drin? Ein Gorgonenauge. Yes, noch zwei Stück. Dann habe ich wieder... Da habe ich wieder was Gutes gesammelt. Speisern. Alles klar.
Ist da links nix? Scheint wohl nicht so zu sein. Oh, ging aber schnell. Ich drück schon, aber der macht nichts. Jetzt macht er's. Einmal A machen. So. Was ist denn die richtige Richtung? Hier oder nach links? Okay. Mana. Da komme ich noch nicht hin. Oh nein. Scheiß Balancierscheiße. Entschuldigung, aber hab's eilig. Oh Gott, ich hab's geschafft. Opfer angenommen. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl, ne? Na, siehst du, die Ops können kommen nicht zu einem, die spawnen gleich. Sag ich doch. Hoffentlich komme ich gleich auch heil zurück, ey. Boah, scheiße. Mal gut gegangen, ey.
Ach, die Musik hat sich auch wieder beruhigt. Ach. Ich muss hier rüber. Löse den Hebel und senke die Brücke. Nein, nein, die kriegen mich nicht. Ich lasse sie nicht rüber. Diese Monster, sie werden mich zerreißen. Ach, wirklich? Und tschüss. Ach, da war das mit dem Wilhelm Scream. Okay, dann wissen wir, was mit dem Wilhelm Scream kommt. Hier ist auch mit der Brücke gemeint. Ja gut, dann kann ich ja kurz eben die Kisten holen, weil ich komme hier eh nicht mehr hin zurück. Aber daran erinnere ich mich noch. Ja, die Erinnerung von dem Spiel kommen, wir kommen alle wieder zurück nach und nach. Dann nur Mana. Jetzt brauche ich Mana sowieso, von daher. Den kann ich nicht betätigen, den Hebel. Okay, was ist hinter der Truhe? Eine Feder. Ich habe gerade eine ganz miese Vorahnung. Nehme ich den Sound überhaupt richtig auf? Ich hoffe's. Ja, aber mal schön synchron. Ja klar, nehme ich auf. Ich sehe ja den Balken da oben, die sich bewegen. Dann wird schon alles funktionieren. Und wenn nicht, keine Ahnung, wird ihr das hier nicht so Gesicht bekommen. Ach so, natürlich. Da, aua. Und ich färbe das Wasser rot. Kommst du denn her, ey?
Okay. Okay. Was sich da oben am Aufzug auffällt, werden wir im nächsten Part sehen zu God of War.